Hallo und herzlich willkommen bei Excel für Anfänger. Heute ist es ein wenig langsamer, mein PC ist langsamer, aber das werdet ihr gleich sehen. Den Vorspann habe ich jetzt gerade nochmal nachvertont. Viel Spaß bei dem Tutorial. Heute möchte ich mal einen Kalender erstellen. Wir gehen bei A1 rein, ziehen runter bis 34 gleich, gehen nach rechts. Jetzt müssen wir langsam machen, sonst haut er uns ab bis nach R, inklusive R. Und da unten habe ich nicht aufgepasst, da brauchen wir nur bis 34. Das meinte ich mit abbauen gerade. So, jetzt gehen wir hier rein und so, jetzt sind wir wieder auf A1. Jetzt gehen wir als allererstes wieder in die Seitenansicht, die Druckseitenansicht. Und zwar gehen wir in Layout. So, Querformat. Machen wir mal OK. Zeigt uns da quer an. Jetzt zeigen wir auch die Ränder. So, die können wir jetzt verschieben. Den machen wir mal bis hierhin. Und den machen wir so ungefähr. So. Und machen wir das Gleiche. Und nochmal. So, der Computer ist wieder langsam, wo ich den gerade extra neu gestartet habe. So, jetzt gehen wir nochmal in Layout. Und zwar Seitenränder, horizontal, vertikal. Okay. So, sieht jetzt aus. Jetzt wollen wir mal schließen. So, jetzt sehen wir hier die gestrichelte Linie, das ist da den Druck, bis dahin wird gedruckt. Also machen wir Seitenumbruchvorschau. Ich werde heute auch die ganze Zeit darin arbeiten. Jetzt haben wir ja alles hier angeklickt. Jetzt machen wir Format, Zelle, Höhe. Machen wir 24 draus. Kommt gleich noch eine blaue gestrichelte Linie, weil es dann unten auch nicht mehr passt. So, die sieht jetzt mittig aus. Format Spalte, Breite, und die machen wir auf 14. Die Maße habe ich jetzt so im Kopf, weil ich das schon ein paar Mal ausprobiert habe. Aber nicht zu lange warten müssen. So, jetzt gehen wir hier, dass wir einen Doppelpfeil kriegen, und ziehen die runter bis auf die gelbe Kante. Nun ja, und jetzt gehen wir hier wieder auf die gelbe Kante mit der rechten. Da haben wir dann nur noch eine Seite. So, komm. Jetzt gehen wir ganz nach links hin, weil wir auf A1 sind. Aber jetzt gucken wir das an. Ich kenne das von meinem PC, da fehlen jetzt einige Striche. Aber er druckt ganz normal aus, das weiß ich. Ja. Jetzt gehen wir hier erstmal auf Ansicht, Zoom. Wir machen mal 50%. Oder sehen wir die Seite fast komplett. So. Und jetzt gehen wir hier oben, ziehen das bis zum R hin, von A1 inklusive A2. Jetzt machen wir hier ein großes Feld raus und jetzt machen wir für Fettdruck
So, und hier machen wir Schriftgröße 36. So, wenn wir jetzt hier oben an, jetzt schreiben wir mal 2015 hier rein. Jetzt gehen wir hier, ich möchte eine Füllfarbe geben, also müssen wir hier anklicken. Eine Füllfarbe. Und die machen wir diese hier. Ah, die Füllfarbe war jetzt nicht gemacht. Machen wir mit Steuerung-Taste alle beide. Drücken wir jetzt mal hier drauf. Er mag uns nicht. Oh, jetzt aber. Wieder gelacht, wenn wir nicht hinkriegen würden, ne? So, jetzt gehen wir hier rein, A3 bis G3, C3, Entschuldigung, auch ein, machen wir ein raus, und jetzt gehen wir weiter, immer drei Stück hintereinander. Soweit sieht das schon mal ganz gut aus. Außer mein PC hier ohne Ende rumeiert. Verstehe ich gar nicht. So, da müssen wir bis zum Ende machen. Ich mache gleich auch eine Pause, dann mache ich, damit er nicht so langwierig wird. So, wir machen dann noch bis zum Ende hin. So viel Zeit muss sein. Ich werde gleich mein PC nochmal starten müssen wir wahrscheinlich. So, jetzt haben wir bis hier oben. Dann haben wir die obersten dann fertig. Da kommen die Monatsnamen rein. Wird sich der eine oder andere bestimmt schon gedacht haben. Und wieder. So, jetzt wird fertig da. So, jetzt machen wir von hier bis zum Ende. Machen wir auf Fett. Und die Schriftgröße machen wir auf 16. Und das geben wir auch einer Farbe, natürlich eine andere. Und zwar diese hier nehme ich jetzt. Man kann aber jeder machen, wie er möchte. So. Wir haben die jetzt auch hier oben alle auf mittig. So finde ich das schöner. So, jetzt geben wir hier Januar ein. So, und jetzt nehmen wir bis der. Ziehen hier rüber bis zum Ende. So. Oder zählt er automatisch Januar, Februar, März, April, Mai, Juni? Ist die erste Hälfte des Jahres dann. Oh. Jetzt gehen wir hier rein. 1 und einen Punkt dahinter. So. Gehen wir jetzt hier runter mit dem Kreuz. Bis hierhin, jetzt zählt er 31, Januar hat 31 Tage und wir gehen rechtsbündig. So, jetzt machen wir hier von A4 bis hier rechts unten in der Ecke. Machen wir die Schriftgröße auf 14.
So, jetzt wollen wir noch was machen. Jeweils diese beiden, das zieht sich jetzt hin, zusammen, dass wir dann ein Feld haben. Ab hier mache ich jetzt erstmal eine Pause, weil mein Computer ist auch sehr langsam. Ich werde jetzt gleich nochmal absprechen und neu gucken, ob wir dann schneller sind. Also bis gleich dann. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir die alle zusammengefügt hier, wie man sehen kann. Und hier oben, wo vorher Mappe 1 steht, steht jetzt Kalender, weil ich ihn als Kalender abgespeichert hatte und ich meinen Computer nochmal neu gestartet habe. Bis jetzt war es schneller. Jetzt gehen wir in Januar rein und gehen bis zum 31. Die sind alle auf mittig, weil wir sie zusammengefügt haben. Machen wir linksbündig. Sobald die Aufnahme läuft, klemmt er wieder. Das finde ich ja schön. Oh ja. So, das machen wir mit allen hier. Da bin ich zu schnell. Also da muss man vorsichtig sein, wie man gerade gesehen hat. Linksbündig. Die machen wir jetzt im Vorfeld alle, weil jetzt kommt gleich ein kleiner Trick. Weil wir haben ja jetzt erstmal nur die erste Jahreshälfte. Aber wir brauchen ja bis Dezember brauchen wir ja. So, da brauchen wir das nicht immer extra machen gleich. So, jetzt noch zweimal. Tut mir leid, dass es so lange dauert, aber sobald ich aufnehme, wird es hier halt langsamer. So, falls ihr mal so einen Fehler einbaut oder sowas, immer zwischendurch mal speichern. Wenn ihr ihn jetzt einmal als Kalender abgespeichert habt, da könnt ihr einfach hier drauf gehen, abspeichern. Falls der Computer mal abstürzt oder irgendwas, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt gehen wir hier oben rein, ziehen bis ganz unten. Jetzt kommt der Zaubertrick. Und wie ihr seht, ich arbeite doch immer im Seitenumbruch. Das wollte ich auch nochmal zeigen. So, jetzt gehen wir mal die Ansicht unter normal, wie man normal arbeitet. Da sieht man, wie riesengroß das ist. Da kann man natürlich die Ansicht auch zoomen. Aber ich mache jetzt lieber mal hier den Seitenumbruch, weil der ist jetzt wichtig. Weil damit kann ich auch zeigen, dass auch mal mit allen beiden Systemen arbeiten kann. So, jetzt gehen wir hier unten in die Ecke und ziehen nach rechts. Einmal ein ganz kurzes Stück. Und wir haben gesehen, hier ist das so was überhaupt. Meiner arbeitet hier noch. Aber jetzt mal ein bisschen warten und wir sehen. Ja, Juni, Juli, August, September. Oder brauchen wir nicht doppelt machen, außer hier die 2016. Gehen wir oben rein. Entfernen, machen wir 2015 draus. So. Da haben wir den bis Dezember. Die 31 können wir ja lassen, weil der Juli auch 31 Tage hat. So. Jetzt gehen wir hier rein. Der 1. Januar war ein Donnerstag. Jetzt schreiben wir DU rein. Und jetzt gehen wir hier wieder mit dem Kreuz runter. Bis zum 31. Und ihr wisst schon, glaube ich, was kommt. Er schreibt die Tage von alleine. Wenn mein Computer dann mal machen würde. So, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. So, jetzt machen wir hier noch ein kleines Spezial. Bis zum 6. waren Ferien. Für die, die ihren Urlaub danach richten müssen, nehmen wir mal diese Farbe. Dann wissen wir, wann Ferien sind. Da ist
für die, die doch in die Schule gehen, sowieso wichtig, und für die Arbeiter, weil sie in Urlaub bleiben müssen, wenn sie Kinder haben. Jetzt drücken wir mal hier. So, jetzt drücken wir mal die Steuerungstaste. Sonntag. 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 Jetzt gehen wir wieder. Füllen. Und jetzt werden die Sonntage rot. Ich habe die ganz quer durchgemacht. Für am Anfang reicht mir das. So. Wenn mein Rechner mal fertig wird. Jetzt können wir ja natürlich, das mit die Zahl, müssen wir vom 1 bis, müssen wir ja durchziehen. Das zeige ich jetzt heute alles nicht. Jetzt sagen wir, Donnerstag bei mir ist jeden zweiten Donnerstag Steuerungstaste. Und hier dann am 22. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Können wir uns eine Erinnerung machen, die gelbe Mülltonne wird geleert. Und wenn wir jetzt, sagen wir wie Geburtstag oder sowas, können wir eintragen, kann man auch von Hand machen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt gehe ich mal mit der Leertaste ungefähr bis hier hin. So, gucken wir mal. Jetzt schreiben wir mal, der Kollege Mustermann, weil das ein schöner langer Name ist, hat Geburtstag. So, da kriegen wir noch so einen langen Namen rein. Wie gesagt, kann man ja noch von Hand machen. Aber so schnell kann man jetzt einen Kalender erstellen. Und euer Computer wird ja ein bisschen schneller sein als meiner. Und da haben wir gesehen, jetzt Juni, Juli, August, September, Oktober, November geht weiter. Wenn wir das so rüberziehen. Und die Zahlen können wir ja lassen, weil der Juli auch 31 Tage hat. So, jetzt können wir nochmal. Wie gesagt, hier müssen wir wieder von 1 Februar nur bis 28 machen und die Tage dann fortsetzen, also von Samstag, dann geht hier mit dem Sonntag los. Machen wir nochmal SO einmal, weil es so viel Spaß macht mit meinem langsamen PC. So, hier ist wer der 28. Und dann haben wir den Kalender. Wir machen wir immer so weiter dann. Wie gesagt, ich mache es nicht mehr weiter. So schnell kann man. Jetzt gucken wir noch einmal die Druckwurst an. Jetzt sind bei mir gegen 100%ig wieder Striche fliegen gegangen. Oh, das sieht ja einigermaßen gut aus. Wir können den ja noch größer machen. So würde er jetzt auf dem Blatt verteilt aussehen. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Man kann hier Geburtstage eintragen oder wenn einer Flur putzen muss, die Flurwoche oder der ganz normale Müll, damit er dran denken kann. Oder. Jedem selbst überlassen, wie er einen Kalender macht, ob er ihn überhaupt macht. Ich hoffe, der eine oder andere hat was gelernt, hat ein bisschen Spaß dabei gehabt. Das war's für heute und tschüss.